Hallo zusammen, mein Name ist Fabienne Dupré, ich spiele Badminton und ich habe euch heute mal ein bisschen anderes Workout vorbereitet. Bei mir geht es heute darum, Körperbeherrschung und Beweglichkeit. Also mal ein bisschen ein Kontrastprogramm zu den anderen Workouts, wo es ja mehr um Fitness, Krafttraining und Power geht. Bei mir ist es heute eher was für die Gemütlicheren unter euch. Also mehr darum, um den Körper zu beherrschen und sich in den Bewegungen geschmeidiger zu bewegen. So, wir fangen an mit der Hüftmobi, stützen uns hinten ab, haben einen 90 Grad Winkel von den Beinen und machen so eine Scheibenwischerbewegung. Findet da auch euren eigenen Rhythmus, also es bringt nichts, wenn ihr die Übungen zu schnell ausführt. Schaut einfach, wie es für euch am angenehmsten ist. Als nächstes legen wir uns auf den Rücken. Schlagen ein Bein hier rüber und nehmen den Arm nach vorne und schauen dem Arm hinterher. Drehen wieder auf, schauen den Arm hinterher, das ist ganz wichtig. Immer dem Arm hinterher schauen. Da wieder den eigenen Rhythmus finden, schön dynamisch. Und Seitenwechsel. Und auch das Atmen dabei nicht vergessen. Also nicht die Luft anhalten, schön flüssig weiteratmen. Bleiben in Rückenlage, winkeln die Beine an, stellen die Fersen auf, machen die Brücke dynamisch, halten kurz oben und gehen runter, halten kurz oben und runter. Wichtig hierbei ist, dass wir den Hintern schön anspannen, das Gesäß anspannen. Und den unteren Rücken auf den Boden pressen. Die nächste Übung heißt liegend marschieren. Das heißt, wir winkeln immer ein Bein an und strecken das andere. Schön flüssig.
Nicht zu schnell, aber auch nicht in Zeitlupe. Dynamisch bewegen. Und auch hierbei, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengender wird, das Atmen nicht vergessen. Jetzt gehen wir in den Vierfüßlerstand. Strecken einen Arm aus und schauen, dass die Handinnenseite nach oben zeigt. Nicht ruckartig, alles wieder bedacht, so weit wie es möglich ist, ohne dass man hier irgendwie Verrenkungen macht. Und setzt wieder ab. Ganz wichtig, Handinnenflächen zeigen nach oben. Oben kurz halten und wechseln. Kurz halten, wechseln. Pause. Das waren jetzt zwei, drei Übungen zum Warm-up. Jetzt kommt die Hauptübung. Dazu legen wir uns auf den Rücken. Wir werden jetzt immer wieder in so eine Rollbewegung reinkommen. Das ist gleich eine unserer Hauptübungen. Erstmal ausprobieren, die Arme umfassen die Beine. Wir machen einfach mal so eine Rollbewegung. Nicht von den Bohrgeräuschen stören lassen, nebenan wird gerade ein Haus gebaut. Es kann jetzt immer mal wieder ein bisschen lauter werden. Aber ich denke, man kann mich ganz gut verstehen. So, als nächstes nehmen wir die Arme dazu. Wir kullern, strecken die Arme nach vorne. Kullern, strecken die Arme nach oben aus, machen uns ganz lang. Und immer schön im Fluss bleiben. Jeder mit seinem eigenen Tempo. Okay. Jetzt kommt es wie zu Beginn, diese 90 Grad Winkel der Beine. Die brauchen wir jetzt auch. Und zwar machen wir das jetzt aus der Rollbewegung. Also wir rollen. So. Rollen. Rollen, 90 Grad. So. Jetzt nehmen wir einen Arm noch dazu und strecken uns wieder. Rollen, strecken, rollen, strecken. Immer
den oberen Arm richtig schön nach oben ausstrecken, als würden wir was nach oben in die Wand schieben wollen. In die Decke natürlich. Mal wieder ein bisschen zurückgerollt. Und Pause. Jetzt machen wir wieder aus dem Rollen. Die Endposition ist hier diese 90 Grad der Beine. Dann richten wir uns auf und nehmen das hintere Bein als Ausfallschritt nach vorne. Und wenn wir jetzt das rechte Bein vorne haben, nehmen wir den rechten Arm dazu. Jetzt sieht man es leider nicht mehr. So, rechten Arm dazu. Und machen nochmal eine Bewegung nach vorne. Ich zeige es nochmal aus der Rolle heraus. Wir rollen, 90 Grad, aufrichten, Bein nach vorne, strecken. Das gleiche auf der anderen Seite. Rollen, 90 Grad, nach oben und wieder zurück. Und das jetzt in einer flüssigen Bewegung, so gut es geht. Und Pause. So, jetzt kommt eine Übung, die fällt mir selber noch recht schwer. Aus der Rolle aufstehen. Ich hoffe, es klappt jetzt beim Vorführeffekt, aber wir werden mal sehen, ob es klappt. Hab natürlich gerade ein bisschen geschummelt. Mit den Armen nachgeholfen, aber es ist am Anfang gar kein Problem, wenn man sich unten ein bisschen abstützt. Okay, Kurzpause. Ist auch für mich anstrengend. Also wer jetzt ins Schnaufen gekommen ist, ist normal. Mir geht's ähnlich. Also, kurz im Fersensitz ausruhen. So, und dann geht's auch schon weiter. Wir werden jetzt aus dem Fersenschritt einen Ausfallschritt machen und dann immer, wenn ich das linke Bein vorne habe, auch mit dem linken Arm arbeiten. Das heißt, ja, dynamisch und nach vorne. Wieder zurück, andere Seite, nach vorne, zurück. Wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, nehmen wir auch seitlich mit hinzu. Und diese Richtung auch noch, also komplett seitlich. Nach vorne. Leicht schräg. Und komplett seitlich. Nach vorne. Leicht schräg. Und komplett seitlich.
Und immer schön in die Dehnung rein. Nicht zu stark und uns ja nicht verletzen, aber immer so, dass es gut zieht. Und Pause. Jetzt starten wir wieder aus dem Fersensitz. Machen einen Ausfallschritt, diesmal nicht ganz so weit. Stellen den hinteren Fuß auf und drücken uns aus dem vorderen Oberschenkel nach oben. Halten das ein paar Sekunden. Setzen wieder ab. Fuß geht nach hinten. Fersensitz. Wieder rechts. Nicht ganz so ein großer Ausfallschritt. Setzen den Fuß auf, holen wir die Kraft aus dem vorderen Oberschenkel und heben ab. Muss auch gar nicht so hoch sein, ein paar Zentimeter reichen, 5 Sekunden ungefähr halten und wieder ab. Wichtig ist, dass man hier aus dem vorderen Bein aus arbeitet. Und Pause. Jetzt gehen wir in den bekannten Baumstamm oder Plank. Drehen einmal auf. Gehen mit dem Arm hier runter. Und drehen wieder auf. Dann wechseln. Drehen auf. Gehen mit dem Arm einmal runter. Und drehen nochmal auf. Auch wieder das Atmen nicht vergessen. Niemals die Luft anhalten bei den Übungen. Und Pause. Gehen wieder in die Plank-Position. Nehmen das rechte Bein und gehen einmal hier unten durch und wechseln. Und Pause.
Jetzt kommt wieder eine Wiederholung. Die Übung kennen wir schon. Gehen vom Fersensitz in den Ausfallschritt und gehen nach vorne. Ausfallschritt nach vorne. Das machen wir wieder in allen Varianten. Einmal schräg rüber. Und ganz zur Seite. Nach vorne. Nach vorne. Schräg rüber. Und zur Seite. Und kurz Pause. Da wir im Badminton sehr, sehr viele verschiedene Ausfallschritte machen, manchmal sehr kurze Schritte, manchmal auch sehr, sehr lange Schritte, fast schon in Richtung Spagat, es ist für uns ganz besonders wichtig, dass dann auch die Extremitäten gut beweglich sind und dadurch geschützt sind vor Verletzungen. Und deswegen machen wir sehr, sehr viele Übungen, gerade in diesen Ausfallschrittbewegungen, dass wir einfach verletzungsprophylaktisch da arbeiten. Aber ich denke, das ist auch für Leute, die viel sitzen, die Hüftbeuger, Adduktoren, Abduktoren, sehr, sehr beanspruchen oder beziehungsweise vernachlässigen durch das Sitzen, ist das auch eine sehr, sehr gute Übung. Also alle Leute, die sich wenig bewegen und für die Leute, die sich viel bewegen, super Übung. Also jetzt kommen wir auch zur letzten Übung, die kennen wir schon, mit einer kleinen Variante. Wir gehen wieder aus dem Fersensitz in den Ausfallschritt, nicht zu weit, heben wieder ab und jetzt als Variante nehmen wir den Arm dazu und versuchen verschiedene Höhen anzupeilen. Ich versuche jetzt hier unten so einen Grashalm zu erwischen. Setze ab, wechsle das Bein, stelle wieder den Fuß auf hinten, gehe hoch und möchte jetzt ganz weit nach oben in die Luft greifen. Gehe aber nicht komplett hoch, sondern bleibe mit dem hinteren Bein möglichst am Boden, also variiere nicht hier, sondern versuche mich einfach zu strecken im Oberkörper. Setze wieder ab. Mach das jetzt auch wieder seitlich. Hoch und strecke. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist recht anspruchsvoll. Kann man schnell mal umkippen. Und hoch. So, und bevor die jetzt wieder anfangen hier zu bauen, werde ich sagen, kurz aber knackig, das waren jetzt ungefähr 25 Minuten. Ich denke, die kann jeder für sich selber in den Alltag mit integrieren. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst wieder.